alt und unsere Isovox ist kalt und nass. Die Hände und Füße vom Baby sind oft so kalt. Wir haben oft einfach keinen Strom, um die Klimaanlage für ein bisschen warme Luft anzumachen. Das Baby und meine Mama weinen dann und hören nicht auf. Damit komme ich nicht richtig klar. Ich kann dann nichts machen. Ich kann sie nicht trösten und fange dann auch an zu weinen und werde traurig. Mein Papa sagt immer, sei nicht traurig. Das Leben wird irgendwann einfacher werden. Eines Tages werden wir woanders sein. Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir müssen nur etwas warten. Sei geduldig. Ich liebe Fußball spielen. Das ist das Einzige, was mich glücklich macht. Es sind ganz besondere Momente, wenn ich ein Tor schieße und wir zusammen im Team spielen. Wenn der Moment kommt und ich ein Tor schieße, dann habe ich eine Minute lang Freude und kann das alles vergessen. Es gibt nichts, was hilft, dass ich diese Traurigkeit nicht mehr in mir spüre. Nur Fußball. Ein perfekter Tag in der Zukunft wäre, wenn ich eine eigene Hilfsorganisation hätte. Dann würde ich ganz vielen Menschen helfen. Was immer die Menschen brauchen, ich würde versuchen, es ihnen zu geben. Ich würde vor allem versuchen, für Sicherheit zu sorgen, damit die Menschen keine Angst mehr haben müssen. Außerdem möchte ich, dass jeder ein Zuhause hat und keine Isobox. Fares, 11 Jahre, aus Syrien. Alles hat angefangen, sagt mein Papa, als ich 9 Jahre alt war. Da ist eine Bombe auf das Nachbarhaus gefallen. Mein Freund ist dort gestorben. Seitdem habe ich diese Schwierigkeiten mit den Gedanken. Ich habe keine Erinnerung mehr, an nichts mehr. Ich kann mich nicht an Syrien erinnern und auch nicht an den Weg hierher. Es ist nichts mehr da. Morgens weckt mich meine Mama. Sie sagt immer, ich soll rausgehen spielen. Aber ich kann nicht mehr spielen. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich weiß gar nichts mehr. Ich möchte einfach nur hier raus, weit weg. Ich habe eine Tüte mit Spielsachen für mich und meine Geschwister. Da sind verschiedene Sachen drin. Aber ich kann nicht damit spielen. Ich schaue die Dinge einfach an. Am liebsten mag ich das kleine Holzauto, das man aufziehen kann. Neda, 13 Jahre, aus Afghanistan. Ich lebe jetzt seit 1,5 Jahren hier in Lesbos. Der Weg hierher war grausam. Ich muss weinen, wenn ich daran denke. An der Grenze zur Türkei hatten wir meinen 83 Jahre alten Opa ein Pferd gemietet, weil er nicht so schnell laufen kann. Eines Tages hat der Schlepper meinen Opa vom Pferd geworfen. So, wie man eine Jacke in die Ecke wirft, wenn man müde von der Arbeit nach Hause kommt. Mein Opa ist dann dort gestorben. Als wir auf dem Boot waren, hatte ich wahnsinnige Angst. Der Mann, der hinten am Motor saß, hatte noch nie ein Boot gesteuert. Wir kamen ins Wasser und fuhren erst einmal im Kreis. Wir waren alle ganz eng aneinander gepresst und schrien. Ich dachte mir, so sollte es nicht sein. Dann sind wir nach Moria gekommen. Was ich dort sah, hatte ich nicht erwartet. Man kann krank werden, wenn man Moria betrifft, weil es so schrecklich ist und man es nicht erwartet hat. Ich hatte mir ein Zuhause gewünscht. Stattdessen wurden wir alle in ein enges Zelt gequetscht. Es war viel zu klein und es gab überhaupt keine Schule. Adonai, 12 Jahre, aus dem Kongo.